Nicht ein Schneemann. Es wäre schon, einen Schneemann zu bauen. Aber da draußen schneit es nicht. Da ist ein Buch mit einem Schneemann drin. Wie heißt das Buch? Das Buch heißt, wie der Schneemann wieder lachen konnte. Ins Deutsche übertragen von Irmtraut Fröseschreer. Und wer sind die Autoren? Das sind englische Autoren. Sie sind Christina Butler und Tina McNaughton. Die handelnden Personen sind der kleine Bär, der Fuchs und das Kaninchen. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm zu uns ins Tal. Dann bauen wir den Schneemann und wer